Hallöchen Freunde, cool, dass ihr am Start seid zu dem Video hier. Ich zeige euch jetzt mal ein paar kleine Tipps und Tricks für das Spiel Elden Ring. Denn wenn ihr noch keine Souls-Teile oder so davor gespielt habt, ist es teilweise doch schon ganz schön schwierig hier reinzukommen. Und genau deswegen fasse ich euch jetzt das Wichtigste einmal zusammen. Viel Spaß dabei. Can't touch this. Can't touch this. Kommen wir erstmal zum wichtigsten Tipp überhaupt, und das ist für alle, die mit Maus und Tastatur spielen. Ihr müsst die Eingabeaufforderung ändern. Jeder wird es bemerkt haben, das Spiel zeigt euch alles in Xbox-Controller-Steuerung an und das fuckt so dolle ab. Ganz ehrlich, ich habe es am Anfang nicht gefunden, wo ich es umstellen kann, habe das ganze Tutorial am Anfang so gezockt, habe alle Tasten ausprobiert und ja, bin einfach verzweifelt. Dann habe ich es zum Glück gefunden, habe das Ganze nochmal gestartet. Ihr müsst hier im Menü auf System und dann habt ihr unter Sound und Anzeige Gerät für Bildschirmaufforderung. Das steht nämlich auf Gamepad und das müsst ihr auf Tastatur und Maus umstellen und schon seht ihr alles, was ihr auch wirklich drücken müsst. Die kleinen Dinger hier, die Orte der Gnade, sind extremst wichtig im Spiel. Einerseits könnt ihr jederzeit schnell reisen zu den Dingern. Einfach Taste G auf die Karte, ihr könnt dann nochmal F drücken und bekommt hier alle Orte angezeigt. Könnt eine Schnellreise hinmachen, kostet euch nichts. Geht auch relativ flink, zumindest hier bei mir am Computer. Ich weiß nicht, wie es auf der Konsole aussieht. Die Dinger sind aber noch für viele andere Sachen wichtig. Einerseits, ihr könnt euch daran heilen und eure Tränke auffüllen. Macht nicht den Fehler, geht halt hin und vertreibt euch hier die Zeit, denn da hatte ich halt einen kleinen Denkfehler. Ich bin dann hier immer auf Zeit vertreiben bis zum nächsten Morgen, so kennt man das ja aus anderen Spielen. Nee, sobald ihr euch hier hinsetzt, könnt ihr direkt wieder rausgehen und es ist alles aufgefüllt. Auch wenn ihr reist, also wenn ich jetzt von hier oben hinreise und dort ankomme, ist auch schon direkt wieder alles aufgefüllt. Ne? Also ihr braucht nicht jedes Mal noch irgendwie Zeit vertreiben oder irgendwas machen. Einfach kurz dran setzen, wieder weggehen. Alles finito. Die Dinger sind außerdem noch wichtig, weil ihr könnt hier eine ganze Menge Sachen machen. Einerseits könnt ihr später hier leveln, Stufenaufstieg, auch mit eins der wichtigsten Sachen im Spiel. Und ihr könnt eure Flaschen verstärken und auffüllen und ihr könnt Zauber lernen. Ihr könnt hier eine ganze Menge machen, Truhen sortieren und die Zeit vertreiben. Also denkt immer dran, hier ab und zu mal vorbeizuschauen, zu gucken, ob ihr irgendwas upgraden könnt. Ansonsten werdet ihr im Spiel nicht weit kommen. Gar nicht weit weg von der guten Höhle, aus der ihr rauskommt, nachdem ihr das Tutorial gespielt habt. Ich zeige es euch mal auf der Karte, das ist ungefähr hier. Ja, nicht weit weg davon ist der gute Typ hier. Das ist ein Händler. Der gute Mann kann uns Sachen verkaufen. Was ihr euch auf jeden Fall kaufen solltet, wäre einmal das Werkzeugsatz, weil ihr könnt damit dann Objekte herstellen. Ihr könnt ja eine ganze Menge sammeln im Spiel, ne, von Harz und Pflanzen, Kräuter, weiß der Geier was alles. Da könnt ihr dann mit diesem Werkzeugsatz ein paar Sachen herstellen, also das Ding würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu kaufen. Ihr könnt natürlich auch euer Zeug an ihn wieder verkaufen und ihr habt hier einen Schmiedetisch, mit dem ihr eure Waffen verstärken könnt, wenn ihr genug Materialien habt. Ich bringe in Zukunft übrigens noch sehr, sehr viel weitere Videos zu dem Spiel mit News und Updates und generell Tipps und Tricks, verschiedene Bosse, wie man die am besten besiegt und alles, was dazugehört. Also, wenn ihr da Bock drauf habt und das nicht verpassen wollt, bleibt doch gern mit einem kostenlosen Abo dabei, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir machen schon weiter mit dem nächsten Tipp. Macht anfangs auf jeden Fall nicht den Fehler, wenn ihr da oben rauskommt, auf diesen Typen hier zuzugehen. Da hinten. Der ist noch am Anfang viel zu hart für euch. Also wir können es gleich mal probieren, dann seht ihr auch gleich mal, was passiert, wenn wir sterben. Ihr seht schon. Ganz wichtig, im Kampf. Ah, guck mal, er hat mich schon erwischt, geil. Ich möchte euch gerne was erklären. Ja, und schon tot. Deswegen, macht den Fehler nicht. Also da müsst ihr schon echt ordentlich am Start sein, um den zu besiegen. Ist halt so den ersten Gegner, den man sieht, wenn man oben rauskommt. Ich dachte mir, jawohl, komm hin, Attacke. Ja, Feierabend. Dann kann ich euch gleich mal erklären, was passiert, wenn ihr sterbt. Weil an sich ist Sterben in dem Spiel nicht ganz so schlimm. Weil das Einzige, was ihr verliert, sind Runen. Runen ist einfach euer Geld. Ne? Hier unten. Jetzt haben wir 0, weil wir gerade gestorben sind. Runen bekommt ihr entweder durch Sachen verkaufen oder wenn ihr Gegner tötet. Ihr braucht das für alles Mögliche, zum Stufenaufstieg und so weiter. Wenn ihr jetzt gestorben seid, verliert ihr alle Runen. Ihr könnt die aber wieder aufsammeln gehen. Ihr müsst halt nur hin und die sammeln. Was euch aber nicht passieren darf, ist jetzt nochmal zu sterben. Weil wenn ihr nochmal sterbt auf dem Weg, dann sind eure Runen weg. Und dadurch können wir gleich zum nächsten Tipp kommen. Wenn ihr neue Gebiete euch irgendwie anschaut oder in neue Gebiete reingeht oder irgendeinen Gegner schon seht von Weitem, ich sag mal sowas Größeres, wo man sich schon vielleicht denken kann, na okay, könnte vielleicht scheiße werden mit ihm. Gebt am besten eure Runen vorher aus. Guckt, dass ihr einen Stufenaufstieg macht oder dass ihr euch irgendwelche Ausrüstungsteile kauft oder was auch immer. Weil, wenn ihr jetzt richtig viel Runen sammelt, sterbt irgendwo, wollt hin, wollt es wieder aufsammeln, sterbt wieder, ist halt alles weg, ist verdammt ärgerlich. Gebt es einfach vorher aus, ihr müsst sowieso tausende Sachen im Stufenaufstieg und so weiter machen und dadurch Rune ausgeben. Also, ihr habt eigentlich immer Bedarf, Geld auszugeben im Spiel. Von daher, macht das vorher, dann ärgert ihr euch hinterher nicht so dolle, wenn ihr sterben solltet.
Ich habe mir jetzt mal einen etwas einfachen Gegner rausgesucht, um euch mal ein bisschen das Kampfsystem zu zeigen. Also, ich muss euch jetzt nicht jeden einzelnen Move erklären, das macht das Spiel im Tutorial schon. Wichtig ist nur, falls ihr wirklich blutige Anfänger seid und noch keine Souls oder ähnliche Spiele gespielt habt, es ist wichtig, dass ihr strategisch vorgeht. Das Spiel ist nicht hinrennen und kloppen, also definitiv nicht, da kommt ihr nicht weit. Weil selbst einfachere Gegner, die mit 2-3 Schlägen von euch schon kaputt sind, machen euch wiederum trotzdem immer noch heftig viel Schaden und können euch, obwohl ihr vielleicht schon ein bisschen aufgerüstet seid, immer noch easy zerfetzen. Es geht halt wirklich darum, mit Bedacht zu kämpfen. Das Allerwichtigste ist erstmal für die Computerspieler Taste Q, um den Gegner anzuvisieren. Macht das auf jeden Fall, also ich wüsste keinen Grund, warum man es nicht machen sollte, es sei denn, man kann das irgendwie gar nicht ab. Aber es ist halt extremst wichtig in dem Spiel, dass ihr auf den Gegner fokussiert seid, was er hier macht. Dann gibt es, wie ihr auch gelernt habt im Tutorial, verschiedene Angriffe. Nutzt die ganze Palette. Wenn ihr jetzt hier einen Gegner von hinten seht, ranschleichen, linke Maustaste gedrückt halten und schön meucheln. Zieht ordentlich viel Schaden ab, der steht jetzt gleich noch einmal auf, dann können wir dem hier noch einmal in die Wade hacken und gut ist. Ansonsten, ihr könnt auch rennen und so einen Sturmangriff machen, sage ich mal. Ne? Leertaste zum Rennen, Shift gedrückt halten und zack, Maustaste. Damit könnt ihr den ersten Schlag eigentlich immer setzen. Also wenn ihr das ordentlich timet, hat der Gegner keine Chance, das zu blocken ordentlich. Zumindest hier am Anfang. Ich weiß nicht, wie es später wird. Es ist extremst wichtig in dem Spiel, dass ihr versucht, alle möglichen Gegnerangriffe zu blocken. Ihr könnt natürlich einfach Deckung hoch, rechte Maustaste. Und wenn ihr danach gleich zuhaut, macht ihr hier so einen Parierschlag. Kann der Gegner nicht viel machen. Ansonsten aber auch extremst wichtig, Ausdauerleiste alles oben im Auge behalten. Ne? Weil ihr seht, wir kriegen trotzdem Schaden, auch wenn wir blocken und es zieht verdammt viel Ausdauer ab. Grundlegendste Sache im Spiel ist auch einfach das Umkreisen. Deckung hoch und Gegner umkreisen. So könnt ihr erstmal gucken, was macht der für Angriffe, was macht der für Moves. Ne? Drückt immer noch ein bisschen nach vorne mit, dass ihr nah dran bleibt, dass ihr nicht so viel Abstand zum Gegner habt. Und dann ist halt das Geile, wenn er jetzt schlägt, guck mal, dann können wir eigentlich von hinten, jetzt hat es gerade nicht geklappt, trotzdem auch nochmal so einen ähnlichen Meuchelangriff machen. Mal gucken, ob wir es noch hinkriegen. Zack, hinten dran. Ja, okay, klappt bei dem jetzt nicht, der ist relativ flink. Aber auch das geht. Gegner umrennen und von hinten Meuchelangriff, das macht ja wie gesagt richtig viel Schaden, haben wir ja gerade gesehen. Also alles nutzen, was das Spiel dir bietet. Schleichen, parieren, schnell an Sturmangriffe und was es alles gibt, ne? Und auf jeden Fall auch umkreisen, Gegner kennenlernen. Wenn ihr neue Gebiete erkundet oder neue Gegner seht und so weiter, dann ist halt auch extremst wichtig, rennt nicht einfach rein und metzelt auf jeden Gegner, der euch entgegenkommt. So kommt ihr in dem Spiel definitiv nicht weit. Ihr müsst mit Bedacht vorgehen. Wie auch schon im Kampf, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ihr müsst versuchen, so gut wie möglich zu blocken und zu gucken, was sind die Schwachstellen, wie kann ich den Gegner am besten besiegen. Und so ist es halt auch bei sowas. Das sind jetzt hier die Burgruinen. Was ich jetzt als erstes machen würde, wäre erstmal drumherum laufen, gucken, wo stehen welche Gegner und wie viele. Kann ich mich an welche vielleicht ranschleichen und die schon mal außer Gefecht setzen, ohne dass alle anderen alarmiert werden? Bei welchen kann ich es nicht verhindern? Die Gegner bewegen sich ja auch. Sind stärkere Gegner dabei? Hier ist nämlich auch einer dabei, der es ordentlich drauf hat. Da hast du natürlich keinen Bock, dass der mitten in einem anderen Gefecht auf einmal angerannt kommt. Den willst du am besten einzeln töten. Ne? Von daher halt wirklich mit Bedacht rangehen. Der Typ hier vorne zum Beispiel hat ein Schild. Das heißt, starker Angriff wäre geil. Das heißt, ich könnte prinzipiell so einen Sturmangriff machen, hinrennen, laufen, bam. Jetzt hat er erstmal einen starken abbekommen und ich kann zack viele kleine hinterher setzen und habe den ganz easy peasy ausgeschalten. Ihr müsst wirklich jeden Schlag selber auch bedacht setzen. Das bringt nichts, wenn ihr jetzt da steht und einfach nur, ah, Maus, weil jetzt kommt auf einmal von der Seite ein Angriff und ihr könnt nicht mehr blocken, weil ihr gerade im Angriff seid. Auch wenn es teilweise ganz schön nervig ist, aber lest auf jeden Fall immer die Nachrichten, die hier am Boden liegen, weil die können sehr, sehr hilfreich sein. Die Geister manchmal auch, die zeigen euch auch ein bisschen was. Er gerade verrät eigentlich ganz gut was. Ja, auch wenn es manchmal nervig ist, beziehungsweise man kann es einfach nicht deuten oder es steht irgendwie nur Müll drauf, was auch immer, lest sie, weil, wenn du jetzt hier drauf tippst, Vorsicht vor links. Vorsicht vor links, Vorsicht vor Gegner. Du läufst hier rein, hast die Nachrichten nicht gelesen und zack, kriegst du erstmal richtig Fett aufs Maul. Und ohne Scheiß, die Typen hier haben es echt in sich. Die sind gar nicht so easy. Deswegen hau ich jetzt auch mal ab und das ist auch gleich eine perfekte Überleitung zum nächsten Tipp. Fliehen ist keine Schande. Ganz ehrlich, das gehört beim Spiel dazu. Gerade wenn ihr noch nicht aus so einem Genre kommt oder solche Spiele gespielt habt, ist es ja eher unüblich, dass man flieht oder was auch immer. Lasst euch aber eins gesagt sein, es gehört dazu. Fliehen gehört dazu, sterben gehört dazu, tausendmal wieder probieren gehört dazu. Das ist bei dem Game einfach so. Es ist sehr, sehr schwer. Und man muss halt wirklich viel lernen, viel besser werden. Vor allem auch ganz oft bestimmte Gegner oder was auch immer probieren, bis man irgendwann den ihr Movement und die Taktik gelernt hat. Und da
mit besser umgehen kann. Also, das gehört beim Game dazu. Lasst euch da nicht entmutigen, weil ihr jetzt 4-5 Mal gestorben seid. Das ist halt so. Da müsst ihr noch ein 6. Mal hin. Oder notfalls nochmal ein bisschen Runen sammeln gehen und Stufenaufstieg machen oder Ausrüstung verbessern und wieder hin. Das ist einfach Teil des Spiels. Also, lasst euch da auf jeden Fall nicht unterkriegen, sondern probiert es weiter und wenn ihr es dann geschafft habt, macht es gleich nochmal doppelt so viel Spaß. Das soll es auch schon gewesen sein mit meinem kleinen Tipps und Tricks Video. Ich wollte jetzt keinen 30-minütigen Anfänger-Guide machen, wo ich euch jeden einzelnen Angriff erkläre. Das Spiel erklärt prinzipiell am Anfang schon mal ganz gut, aber es gibt halt doch so ein paar grundlegende Sachen, die man wissen sollte und ich denke, die konnte ich euch hiermit ganz gut vermitteln. Ich würde mich freuen, wenn ihr es mich wissen lasst, ob es euch gefallen hat mit einem Like, Abo oder Kommentar und wenn ihr in einer meiner nächsten Videos wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut! You can't touch this. Can't touch this.